Wenn die Welt zurzeit eins dringend braucht, dann sind das Impfstoffe und Wirkstoffe gegen das Coronavirus. Daran wird auch gearbeitet, daran arbeiten Pharmaunternehmen und Biotech-Unternehmen, die zum größten Teil auch börsennotiert sind. Das heißt, man kann von denen Aktien kaufen. Und zu diesen Aktien gibt es jetzt gleich einen Überblick. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen, freut mich, dass Sie da sind. Danke für die vielen Kommentare zu den letzten Videos und danke besonders, dass Sie sich in letzter Zeit auch so reichlich angemeldet haben, dass so viele von Ihnen den Zukunftsmärkte-Kanal abonniert haben. Für meinen kleinen Kanal ist das eine große Unterstützung. Heute, Stand Wochenende, hat der Zukunftsmärkte-Kanal 9.970 Abonnenten. Das heißt, ich brauche noch 30 und dann wäre das Ganze fünfstellig. Und ich hoffe, ich schaffe das heute mit Ihrer Hilfe natürlich. Also auf Sie kommt es jetzt an. Wenn Sie also den Kanal noch nicht abonniert haben, wenn Sie ihn aber schon immer gerne abonnieren wollten, dann ist jetzt der optimale Zeitpunkt. Und wenn Sie sich anmelden, dann auch immer am besten die Glocke gleich drücken. Die Glocke, das ist die Benachrichtigungsfunktion, wenn neue Beiträge da sind. Der Informationsbedarf momentan für Anleger, der ist sehr hoch, ist ganz klar. Man merkt auch, dass die Nerven blank liegen. Und wenn man sich die Finanzvideos anschaut hier, dann sieht man auch, dass zurzeit extreme Positionen vertreten werden, hauptsächlich. Wir haben also auf der einen Seite die Leute, die sagen, der Crash, den wir momentan haben, der ist erst der Anfang. Es wird alles noch viel, viel schlimmer und das System, wird unter der Last dieser Krise zusammenbrechen. Und auf der anderen Seite haben wir die Leute, die sagen, jetzt unbedingt kaufen. Kaufen, wenn die Kanonen donnern, jetzt werden die großen Vermögen gemacht. Ist auch ein Standpunkt, der sicherlich irgendwas für sich hat. Ist völlig klar, man kauft besser jetzt, als wenn man vor einem Monat gekauft hätte. Das ist schon mal logisch. Wenn es nur nicht so wäre, dass das in vielen Fällen natürlich die gleichen Leute sind, die das Gleiche vor einem Monat ja auch schon gesagt haben. Also auch damals haben ja die Kanonen schon gedonnert und man hat damals ja auch schon gesagt, wer wird denn in so einer kleinen Korrektur gleich verkaufen? Nein, da muss man zukaufen. Und jetzt soll man wieder kaufen. Da stellt sich eben nur die Frage, ob die lieben Zuschauer dafür jetzt auch noch das Geld haben. Aber was soll's? Wer Finanzentertainer ist hier, der muss eben auch ab und zu schmerzfrei sein. Ist alles eine Frage der Strategie. Man kann das Marktrisiko permanent ignorieren. Man sollte aber nur nicht so tun, als wenn das nicht alles auch ab und zu mal seinen Preis haben könnte. Zumindest in der momentanen Situation ist es eben so. Auf jeden Fall, klar, die Börsen sind eingebrochen, schwer eingebrochen. Es gibt nur ganz wenige Aktien, die im Plus sind seit Jahresbeginn. Und das sind in vielen Fällen natürlich Aktien von Unternehmen, die Impfstoffe oder Wirkstoffe haben könnten gegen das Coronavirus. Damit Sie da einen Überblick kriegen, habe ich mich mal vorgewagt in den westlichen Pharmasektor und Biotech-Sektor. Chinesische Pharma- und Biotech-Aktien, damit beschäftige ich mich schon lang. Das beobachte ich auch relativ intensiv und begeistert. Aber bei dem Thema heute geht es eben hauptsächlich um Aktien aus den USA, Europa und Japan auch in Teilen. Es gibt auf der einen Seite Unternehmen, die Impfstoffe haben und auf der anderen Seite die, die Medikamente haben. Medikamente, die man vielleicht einsetzen könnte gegen das Coronavirus. Bei den Medikamenten ist es so, es geht zurzeit nicht darum, dass man neue Mittel entwickelt, weil dafür nämlich einfach die Zeit fehlt. Die Epidemie breitet sich ja jetzt aus, sie breitet sich rasant aus. Wir haben über eine halbe Million Infizierte auf der Welt, es sind 25.000 Menschen schon gestorben an dem Virus. Man braucht die Medikamente also schon jetzt und man hofft, dass ein paar von den Medikamenten, die es eben schon gibt,
dass die auch gegen das Coronavirus helfen könnten. Ein heißer Kandidat ist der Wirkstoff Remdesivir. Remdesivir ist entwickelt worden von Gilead Sciences. Gilead Sciences ist ein Biotech-Konzern aus den USA, der nicht mehr klein ist. Der Börsenwert liegt momentan bei 92 Milliarden Dollar. In den 90er Jahren war Donald Rumsfeld da der Aufsichtsratschef. Donald Rumsfeld kennen viele von Ihnen vielleicht noch, bevor er dann Verteidigungsminister geworden ist unter George W. Bush. Der Umsatz im Unternehmen, Umsatz und Gewinn waren in den letzten Jahren allerdings eher rückläufig. Dem sind so ein bisschen die großen Blockbuster-Medikamente eben ausgegangen in den letzten Jahren. Und die WKNs von den ganzen Aktien, die hier heute besprochen werden, die finden Sie auch hier unter dem Beitrag nochmal. Remdesivir ist ein sogenannter RNA-Polymerase-Hemmer. Es gibt bei Viren ein spezielles Enzym, das wichtig dafür ist, dass die sich vermehren können. Und das wird von Remdesivir blockiert. Es ist also ein spezieller Antivirenwirkstoff. Remdesivir ist vor ein paar Jahren auch schon gegen das Ebola-Virus eingesetzt worden und es ist jetzt bei verschiedenen Coronaviren-Infizierten eingesetzt worden. Und was man da so hört bis jetzt, das klingt relativ gut. Es gibt zum Beispiel eine Meldung von einem 79-jährigen Mann in Italien, der das bekommen hat und der hat sich relativ schnell wieder erholt. Der ist auch wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden inzwischen. Dann haben wir 14 Patienten von der Diamond Princess, also dieses Kreuzfahrtschiff, wo viele infiziert waren. 14 Patienten waren das, die das auch bekommen haben und die haben sich auch alle wieder erholt. Und man hat es auch mit sehr gutem Erfolg wohl eingesetzt in China. Mit anderen Worten, das könnte was werden. Man muss es aber einschränken. Bis jetzt sind es alles anekdotische Berichte. Das sind ja keine richtigen Studien, die wir dazu haben. Es soll jetzt eine Studie geben in den USA mit 400 Patienten. Bis dahin weiß man noch nicht richtig, ist das Mittel jetzt wirklich hochwirksam oder war da vielleicht auch vieles nur Zufall. Es hat außerdem Nebenwirkungen, also es kann zum Beispiel Leberschäden erzeugen. Und wenn man zurückschaut auf die Ebola-Seuche, damals war es auch so, dass Remdesivir da erstmal stark eingesetzt worden ist und irgendwann gab es dann aber Medikamente, die besser geholfen haben. Und sowas, das kann eben immer passieren. Es gibt eben auch andere Wirkstoffe und die sind vielleicht am Ende besser. Oder sie sind noch nicht mal besser, sondern sie sind vielleicht auch einfach nur billiger. Billig sind zum Beispiel Präparate, auf die der Patentschutz abgelaufen ist oder für die kein Patentschutz mehr beansprucht wird. Das ist die Aktie von AbbVie. Das ist ein US-Pharmakonzern. AbbVie hat ein HIV-Medikament. Das ist auch ein Enzymhemmer. Das wird jetzt auch getestet für die Behandlung von Coronavirus. Die Aktie hat davon aber nicht profitiert, wie man hier auch schön sehen kann. Und das hat mehrere Gründe. Erstens, die Ergebnisse, die waren bis jetzt eher durchwachsen. Es ist also fragwürdig, ob das jetzt hier das große Corona-Medikament wird. Und zweitens, AbbVie hat eben auch auf die Patentrechte für die Coronavirenbehandlung verzichtet. AbbVie hätte die Nachfrage wahrscheinlich gar nicht abdecken können und darum erlaubt man anderen Firmen jetzt auch, dass sie das produzieren. Und das heißt aber natürlich im Erfolgsfall viel geringere Einnahmen. Für die Patienten ist es gut, für die Aktionäre ist es weniger gut. Das muss man als Aktionär eben wissen, dass AbbVie da im Erfolgsfall weniger verdienen wird, als man sich das vielleicht erhoffen würde als Anteilseigner. Ähnlich ist es bei Chloroquin. Das ist ein Malaria-Wirkstoff von Bayer. Chloroquin wird jetzt auch getestet. Es hätte den Vorteil zum Beispiel, dass man es einfach als Pille verabreichen kann. Man muss es also nicht spritzen. Aber auch bei Chloroquin sind die Ergebnisse momentan eher so lala, also man weiß nicht so genau. Und
Auch hier ist aber der Patentschutz abgelaufen. Das Ganze wird also Bayer jetzt nicht mehr so viel bringen, selbst wenn es jetzt doch noch der Spitzenwirkstoff wird. Und Bayer hat ja auch ganz andere Sorgen momentan. Also wahrscheinlich wäre die Sache dann nicht besonders entscheidend. Was sehr interessant ist, das ist der Wirkstoff Favipiravir. Das ist ein Grippemedikament und Antivirenmedikament, das ist entwickelt worden von Taiyama Chemical in Japan. Und die Muttergesellschaft von Taiyama ist Fujifilm. Da sieht man die Aktie, die hat vorletzte Woche einen Satz nach oben gemacht. Da sind eben sehr gute Studiendaten reingekommen für Favipiravir. Inzwischen ist man wieder ein bisschen vorsichtiger. Es ist natürlich auch hier nicht eindeutig klar momentan, ob das Ganze wirklich der Durchbruch wird und ob das Fujifilm dann auch wirklich richtig weiterhilft. Fujifilm ist ein Mischkonzern. Man sieht daran aber, wie innovativ da einige japanische Mischkonzerne oft auch noch sind. Und die Aktie ist auch nicht besonders teuer, nach wie vor nicht. Das KGV liegt ungefähr bei 13. Das Feedback, das vorliegt für Favipiravir, das auch aus China gekommen ist, das ist hervorragend momentan. Auch das von offiziellen Stellen. Man hat es an 340 Patienten getestet. Es gibt schnelle Heilungsraten, teilweise sogar innerhalb von Stunden. Es gibt aber auch Tests aus Japan, die haben die Begeisterung ein bisschen gedämpft. Es sieht so aus, es ist wohl so, dass es vor allem bei Patienten wirkt mit leichten bis mittelschweren Symptomen und nicht mehr so gut bei Patienten, wo die Krankheit schon stark fortgeschritten ist. Da bräuchte man es natürlich besonders dringend, aber trotzdem immerhin, es scheint zumindest ein Medikament zu sein, das wirksam ist und das man bei vielen Patienten auch einsetzen kann und bei denen man die Verschlimmerung zumindest dann ja auch verhindern könnte. Und damit ist ja auch schon einiges erreicht. Und für die Patienten, die in einem relativ schlechten Zustand schon sind, da gibt es möglicherweise was anderes, nämlich Kevzara. Kevzara ist entwickelt worden von Regeneron in Zusammenarbeit mit Sanofi. Das hier ist der Chart von Regeneron. Die Regeneron-Aktie, die hat da also durchaus positiv reagiert auf die neuesten Entwicklungen. Wir haben jetzt allerdings hier auch schon einen Börsenwert von 50 Milliarden Dollar. Kevzara ist ein Interleukin-6-Hemmer. Da geht es also weniger um Virenbekämpfung, sondern es geht um die Bekämpfung der Entzündungsreaktion. Die Entzündung, das ist eine normale Körperreaktion eigentlich, wenn der Körper befallen wird mit Viren, aber das wird in Extremfällen eben zum Problem, gerade in der Lunge und gerade bei Krankheiten wie dem Coronavirus, weil das dann am Ende eben zum Kollaps führt. Es wird also damit im Grunde nur das Symptom bekämpft, aber in schlimmen Fällen ist eben das Symptom das eigentliche entscheidende Problem. Kevzara könnte durchaus stark zum Einsatz kommen jetzt in der Coronavirenkrise. Es ist aber kein unproblematisches Medikament, weil es ja das Immunsystem runterfährt. Also das kann dann wieder andere Folgen haben, die unter Umständen auch schwerwiegend sind. Also auch da ist einiges noch offen. Aber es ist mit Sicherheit trotzdem eine interessante Entwicklung, die man auch beobachten sollte. Es gibt viele Biotech-Unternehmen, die neue Wege gehen gerade. Es gibt zum Beispiel AbCellera, die sind leider nicht börsennotiert. Die haben Patienten, die das Coronavirus schon überstanden haben, denen Antikörper dann entnommen und die sind vervielfältigt worden und die könnten jetzt anderen Patienten verabreicht werden. Das dauert allerdings noch Monate, bis es soweit ist. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt Verve Biotechnology. Die sind börsennotiert. Mein Programm hat nur leider den Chart nicht. Aber wie gesagt, Sie finden unten die ganzen Wertpapierkennnummern. Dann können Sie sich den Chart selber raussuchen, wenn das interessant für Sie ist. Die Aktie ist auf jeden Fall stark gestiegen seit Februar. Verve Biotechnology arbeitet jetzt nicht mit Corona-Antikörpern, sondern mit Antikörpern von SARS-Patienten. Also
die Epidemie 2002 überstanden haben. Diese Viren haben anscheinend ähnliche Strukturen und darum kann ein SARS-Antikörper eventuell auch das Coronavirus attackieren und unschädlich machen. Auch da ist natürlich noch vieles nicht spruchreif. Wenn wir jetzt bei Antikörpern sind, sind wir eigentlich auch schon fast bei den Impfstoffen. Da läuft es ja nach einem ähnlichen Prinzip. Also dem Körper wird ja was eingeimpft, das diesem Virus genetisch ähnelt und das Immunsystem soll dann dagegen Antikörper bilden. Und wenn dann das echte, gefährliche Virus kommt, dann wären eben schon Antikörper da, um das Virus dann zu vernichten. Im Idealfall zumindest. Also so funktionieren Impfstoffe. Und Impfstoffentwickler gibt es einige. Sie haben wahrscheinlich schon gehört von CureVac in Tübingen, die Donald Trump angeblich kaufen wollte, was dann aber nicht geklappt hat. CureVac sind nicht börsennotiert leider. Es gibt aber ein Unternehmen, Biotech-Unternehmen aus Mainz, das ist ein bisschen ähnlich, das auch an einem Impfstoff arbeitet, nämlich BioNTech. BioNTech ist also börsennotiert und BioNTech entwickelt eigentlich Therapien gegen Krebs hauptsächlich und gegen andere Infektionskrankheiten. Aber man hat da eben eine mRNA-Plattform, mit der man solche Antigene basteln kann. Und da lag das wohl nahe, dass man jetzt eben auch an einem Coronaviren-Impfstoff arbeitet. Dieser Impfstoff soll getestet werden ab April. Was ganz interessant ist, Shanghai Fosun Pharma hat sich die China-Rechte gesichert an diesem Impfstoff. Shanghai Fosun Pharma ist die Pharma-Tochter von Fosun, eine große chinesische Beteiligungsgesellschaft. Ich habe da letztes Jahr auch ein Video dazu gemacht. Und die zahlen für die China-Rechte an diesem Impfstoff jetzt bis zu 135 Millionen Dollar, je nach Fortschritt. Und das ist natürlich ein Vertrauensbeweis. Shanghai Fosun hat sich außerdem auch mit 50 Millionen Dollar beteiligt noch an BioNTech. Dafür gab es zwar nur einen Mini-Anteil, aber auch das ist natürlich positiv zu sehen. Was auch positiv ist, BioNTech hat eben, wie gesagt, nicht nur diesen Impfstoff, sondern sie haben einiges in der Pipeline, auch im Krebsbereich und andere interessante Therapien. Sie haben auch durch den Börsengang letztes Jahr noch relativ viel Cash. Aber der Kurssprung, den wir da gehabt haben, der ist natürlich jetzt schon durch diesen Coronaviren-Impfstoff verursacht worden. Und dadurch haben wir jetzt eben auch schon einen Börsenwert von 12 Milliarden Dollar, was nicht wenig ist, ist ganz klar. Und ich habe außerdem auch den Eindruck, dass es jetzt eben relativ viele Unternehmen gibt, die Coronaviren-Impfstoffe entwickeln. Und dann kommen ja noch Universitäten und Krankenhäuser und Forschungseinrichtungen noch dazu, die das auch machen. Und es ist schwer zu sagen, wer da gerade vorne liegt. Und für die Anleger ist der Bereich dadurch natürlich relativ ja, riskant, weil die Konkurrenz eben schon so groß ist. Was man in dem Fall jetzt zum Beispiel machen könnte, dass man sich alternativ mal Shanghai Fosun Pharma anschaut, weil die ja immerhin auch die Rechte für China haben an dem Impfstoff. Und wenn es mit dem Impfstoff jetzt nicht werden sollte, dann würde das die aber auch nicht umbringen. Also sicherlich auch eine ganz interessante Aktie. Und hier haben wir noch einen Impfstoffentwickler, den Sie garantiert nicht kennen, CanSino Biologics. Das ist ein Biotech-Unternehmen aus China, von dem hier wahrscheinlich kaum einer schon mal was gehört hat, obwohl die ja damals den ersten Ebola-Impfstoff überhaupt entwickelt haben. Und sie haben jetzt auch einen Coronaviren-Impfstoff und der ist jetzt zugelassen worden in China und zwar innerhalb von einem Tag. Wie gesagt, die kennt hier kaum einer. Die Leser von meinem Börsenbrief Emerging Markets Trader, die kennen die Aktie allerdings schon und zwar seit April 2019. Die hat sich seitdem auch hervorragend entwickelt, aber ist inzwischen natürlich auch nicht mehr ganz billig. Eine Frage ist ja, wie lang ist denn so ein Coronavirus-Impfstoff überhaupt ein Geschäft? Ich glaube schon so 2, 3 Jahre jetzt wahrscheinlich. Der Virus hat sich jetzt eben wirklich weltweit verbreitet und wird auch wohl nicht einfach so verschwinden. Und wenn wir wirklich immun sein wollen, dann müssen wir uns entweder infizieren und müssen das dann überstehen, oder wir müssen uns eben impfen. Also ich vermute mal schwer, dass es so laufen wird.
Und wenn Sie jetzt eben in absehbarer Zeit, sofern das möglich ist, wieder nach Italien in Urlaub fahren würden, dann wollen Sie da ja sicherlich auch mal eine Pizza essen gehen. Oder Sie wollen ja vielleicht irgendwann mal wieder aufs Oktoberfest oder auf den SPD-Parteitag oder wie auch immer. Und das sind alles große Menschenansammlungen. Da werden Sie wahrscheinlich erst mal schon sagen, da lasse ich mich mal lieber impfen. Beim SPD-Parteitag jetzt vielleicht nicht unbedingt, weil da sind ja nicht viele Leute. Aber grundsätzlich für die Impfungen, denke ich, ist nicht nur jetzt mitten in der Epidemie, sondern auch später eine Zeit lang wahrscheinlich schon ein Markt da. Die wichtigere Frage ist da sicherlich, wer setzt sich am Ende mit seinem Impfstoff durch? Und mir persönlich sind darum die Aktien von den Medikamentenanbietern lieber als die von den Impfstoffanbietern. Aber Sie haben gesehen, es gibt auch bei den Medikamenten eben große Unterschiede und auch da ist natürlich einiges noch offen und darum würde ich da jetzt auch nicht Haus und Hof verwetten auf solche Unternehmen, sondern wenn, dann auch nur kleine Beträge investieren. Und mir persönlich sind da auch die eher konservativen Aktien, bei denen nicht alles jetzt nur vom Coronavirus abhängt, auch lieber, auch wenn man mit diesen Aktien jetzt nicht das große Vermögen verdienen wird. Gut, womit wir auch konfrontiert sind zurzeit, das sind natürlich beispiellose Hilfsprogramme und damit einhergehend nochmal eine stark steigende Verschuldung bei vielen Staaten und bei den Unternehmen natürlich und sicherlich auch bei den Haushalten. Und die Geldpolitik der Notenbanken, die wird jetzt auch nochmal deutlich aggressiver als bisher. Was heißt das alles für Gold? Darum geht es morgen in unserem Zukunftsmärkte-Report. Da dröseln wir das alles mal auf, was so die letzten Monate passiert ist. Bis jetzt hat Gold ja von dieser Krise nicht wirklich profitiert. Das könnte sich aber auch mal ändern. Und unsere Zukunftsmärkte-Reports, die kann jeder kriegen. Die Zukunftsmärkte-Reports sind gratis und Sie müssen sich dafür nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Das machen Sie am besten gleich, weil wie gesagt, der Report geht ja morgen schon raus. Und der Link zur Anmeldung, der ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Alles Gute Ihnen, würde ich sagen. Bleiben Sie gesund. Und wenn wir außer unserem Depot keine anderen Sorgen haben, dann stehen wir ja alle noch relativ gut da. Und genau das wünsche ich Ihnen. Wir sehen uns nächste Woche. Bis bald. Dankeschön fürs Zuschauen.